Yo, this is a motherfucking test. Nein, was? Oh, meine Kamera. So. Perfekt. Heute werden wir, wartet mal ganz kurz, ich werde mal direkt hier, das ist, ich mach mal das, nein, ich mach mal das hier, genau, so, ihr seht mal natürlich, wir werden heute mal ein bisschen mit Mindtest spielen, mit einem neuen Server. Wie man mit dem Titel auch schon gesehen hat, ist das der German Creator Server, My Creator, wie habe ich die Dinger mal genannt, keine Ahnung, German Creator Server, glaube ich. Werdet ihr im Titel sehen. Ihr wisst es ja auch von früher. Und zwar habe ich ihn wieder zum Leben erwacht, meine gesamten Serverfarmen. Ich werde mal ganz kurz hier, warte mal ganz kurz. Ja, das wäre so eigentlich geiler. Warte mal kurz, kann ich nicht duplizieren? Ich kann nicht duplizieren, genau. So. Jetzt nehme ich von dich die beiden Kameras. Bei dir nehme ich die beiden Kameras weg. Das funktioniert wunderbar. Weg mit dir. Ja. Weg mit dir, ja. Das kann ich jetzt hier einfügen. Ja. Easy. Gut. So machen wir das. Perfekt. Genau. So, also ich habe jetzt hier, meine Server wiederhergestellt, meine alten Mindtest-Server, die eigentlich auf dem Laptop liefen. Jetzt, solange wie ich hier rumexperimentiere, sind jetzt alle auf meiner Workstation. Das hier sind die vier Server, die wir von früher auch kennen. Captain Isabel oder andersrum, keine Ahnung mehr. Dann der Vanilla, der Creative und der Mindclone 2. Die sind auch jetzt wieder so am Start, noch nicht online. Warum erzähle ich denn gleich? Und ich habe aber die sind alle platt gemacht, alle neu. Und ich habe jetzt aus von dem Creative Server habe ich eine Kopie gemacht. Der heißt jetzt erstmal nur Server 8. Also lauschen auf der IP. Auf dem Port 30.008. Jetzt fürs Let's Play. Ein bisschen zum Rumtesten. Ich werde den auch mal hier starten. Ne, meine schönen alten Skripte. Wie gesagt, läuft jetzt alles auf der Workstation. Sollte CPU-mäßig gar kein so großes Problem sein, denke ich mal, weil ich habe einen fucking 16-Kerner. Dafür habe ich ja so ein Beast. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze so funktioniert, wie es soll. Lalalala, okay, da ist schon mal der Logo. Und wir haben unten auch schon den Prompt, das heißt, der Server an sich sollte eigentlich schon laufen. Dann können wir uns also auch mal versuchen, damit zu verbinden. Er lauscht hier auf dem Port 30.008. Das ist soweit schon in Ordnung. Dann nehme ich mal das hier zur Hilfe und starte mal den Client und verbinde mich mit Port 30.008. So, jetzt sollte es funktionieren. Ah ne, ich habe ja gar kein Passwort. Ich habe ja, noch habe ich ohne Passwort. Was habe ich gerade überhaupt für ein Passwort eingegeben? War das überhaupt das Richtige? Ist ja auch egal. Wie gesagt, läuft gerade sowieso ohne Passwort. Genau, ich habe mir komplett neu gemacht. Das heißt, es läuft auch noch keine Benutzer-Accounts drauf. Wir machen also mal registrieren ohne Passwort. Ist ja nur für ne, lokaler kleiner Test. Deswegen ist es auch eine Kopie von dem Creative-Server, weil der Creative-Server, der soll noch unangetastet sein. Hintergrund ist, wie man sieht, die Server sind allesamt komplett neu aufgelegt. Alle Welten wurden zurückgesetzt. Ich spiele noch mit dem Gedanken, bestimmte Teile der Map wieder einzupflanzen. Aber da muss ich noch überlegen. Ne? Das heißt, zum Beispiel habe ich von. Also der Hintergrund ist der. Wir klauen mal hier direkt mal Holz. Hört man was vom Spiel? Nee, ist gemountet. Jetzt. Ah, genau. So, ich hoffe mal, es ist viel zu laut.
Ist aber auch gar kein Problem, weil wir hatten ja fürs Let's Play extra eine Let's Play-Version installiert, ne? Habe ich komplett vergessen. Das ist falsch. Das hier. So. Die ich sonst fahre, war wurschtlich noch meine lokale Spielversion. So, Spiel betreten. Wir können nochmal, by the way, auf Fenstermodus umschalten. Dann läuft das Ganze wieder ein bisschen performant. Da muss ich aber erstmal wieder im OBS dazu überreden, meinen Test zu akzeptieren. So, Eigenschaften. Wo ist denn mein Test? Mein Test ist da. Genau. Okay. So, dann sollte das Ganze jetzt wieder funktionieren. Okay. So. Ja, okay, hier läuft alles noch. Hier ist noch gar nichts eingerichtet. Das ist immer noch auf dem Stand von Azonat dazu mal. Wir laufen jetzt erstmal als Walker. Passwort ist uninteressant, also gibt es keins. Und hier sollte jetzt alles stimmen mit Lautstärke mäßig und so. Hoffe ich mal. Genau, wie gesagt, die Welten habe ich alle zurückgesetzt, weil es hat sich ja seit dem letzten. Also erstens mal waren die Welten ja mittlerweile super. Ach du Scheiß. Ach ja, die ganzen dynamischen Schatten. Die sehen ja komisch aus. Warum sind die dynamischen Schatten so? Ach ja, weil die Sonne direkt von oben kommt, ne? Lol. Die sehen trotzdem super komisch aus. Vor allem flackern die so komisch, ne? Hier, so. Warum sind die jetzt so schräg? Okay. Das sieht super cursed aus. Ich schalte die dynamischen Schatten mal aus. Dynamische Schatten deaktivieren. Danke. Nein, die brauchen wir nichts. Da hier, loggen. So. Also nochmal, ich habe die ganzen Welten zurückgesetzt aus zwei Gründen. Erstens, oder fangen wir mal anders an. Die Server sind noch nicht online. Warum? Ganz einfach, weil wir erwarten innerhalb der nächsten Wochen, wenn alles glatt geht, sogar innerhalb dieser Woche, unser Glasfaser-Internetanschluss. Ich persönlich gehe noch nicht davon aus, dass es das innerhalb dieser Woche passiert. Aber ich bin guter Dinge, dass es noch innerhalb diesen und also wir haben jetzt Oktober, also 29. Oktober, wo ich jetzt hier aufnehme. Die Folge kommt wahrscheinlich am 1. November raus. Und innerhalb dieses Novembermonats gehe ich davon aus, dass wir da vielleicht endlich Glasfaser bekommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Deswegen sind meine Server halt noch nicht online, weil die sind wirklich erst dann online, sobald Glasfaser da ist, ne? Also da jetzt noch nicht gucken, ist wahrscheinlich noch nicht der Fall. Aber weil ja jetzt es so ist, dass dementsprechend meine Server waren ja schon lange, lange nicht mehr online. Das heißt, die meiste Spielerbase von damals dürfte wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Planeten weilen. Was laber ich für ein Scheiß? Bitte helf mir. Holzfäller. Alles so groß hier, Alter. Schöne Let's Play-Einstellung hier. Und dabei habe ich 4K, Digga. Sieht ja aus wie 640 mal 480. Genau, dementsprechend, ne, gibt es also sowieso viele neue Spieler und weniger von den alten Spielern, die meine Server besuchen. Von daher wäre es auch, weil meine Server waren jetzt für mehr als ein Jahr offline. War ja klar, dass sich das Ganze so lange hinzieht. Da. Auf jeden Fall aufgrund dessen, ne, war es von da aus schon fast sinnvoll, einen Cut zu machen und zu sagen, okay, ich starte meine Server, also die ganzen Server-Maps neu. Der zweite Punkt ist, dass ja die Server-Welten ja mittlerweile auch schon sehr alt waren, durch sehr viele Versionen gegangen sind und gerade diese Kreativ-Map zum Beispiel, die war ja auch, als ich den Server erstellt hatte, waren ja viele Mods noch nicht drauf. Zum Beispiel die Technics-Mod. Ne, hier sind ja, hier, wir haben ja hier zig Milliarden verschiedene Mods drauf. Und die waren alle noch nicht von Anfang an drauf. Das heißt, viele Elemente von der Map beinhalteten die neuen Blöcke noch gar nicht, die die Technics-Mod inkludiert hat. Oder introduced hat, wie man auch immer man das bezeichnen möchte. Und dementsprechend war halt auch aus dem Aspekt schon immer lange mein Wunsch, die Serverwelten vielleicht neu aufzusetzen, damit die Welten auch von Grund auf überall alle neuen Features beinhalten. Ne, also, dass selbst hier am Spawnpoint die Welt reichhaltig ist. Wo gehen wir jetzt eigentlich mal hin? Ich sehe vor lauter Bäumen, sehe ich den Wald nicht mehr. Oder ums Holz. Holz! Holz!
Also wie man sieht, Server läuft, ne? Lol. Ich sehe aber immer noch keine Tiere. Problem mit Tiere. Ja, auf jeden Fall sind das so die zwei Gründe, weswegen ich die Welten komplett neu aufgesetzt habe, also quasi komplett zurückgesetzt habe. Es gibt auch noch keine Spawn Points, muss ich doch alle noch neu einrichten. Ist jetzt auch hier fürs Test-Let's-Play erstmal uninteressant. Und genau, aus diesen Gründen sind die Welten quasi neu. Allerdings habe ich als kleine Start-Dingster-Bumster sowohl von dem Creative-Server als auch von dem Minecraft-Server direkt die Spawn-Bereiche, da wo man direkt spawnt, dieser ganz kleine Bereich, der zum inneren Spawn-Bereich gehört, den habe ich gesichert. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das war, wenn ich jetzt, was habe ich überhaupt für Berechtigung? Ich habe glaube gar keine Berechtigung, logischerweise. Genau, ich habe noch gar nichts. Das muss mir erstmal, per Kommando, per Konsole geben. Das heißt, hallo? Ja, guck mal, Konsole funktioniert, sehr schön. So, jetzt Grant Walker GIF. Warum habe ich als Your Privileges ins... Wieso habe ich nicht die richtigen Berechtigungen? Was ist denn meine Berechtigung? Priss. Ah, oh wow, okay. Gut, damit ich mit der Kommandozeile im Server überhaupt irgendwas machen kann, muss ich mich erstmal als Server-Admin anmelden. Ansonsten sagt er, dieses Konto existiert nicht. Also erstmal registrieren, Walker Konsole, registrieren. Immer diese Bürokratie hier. So. Hallo. Ah. So, kann ich jetzt was machen? Mal kurz, erstmal hier, warten, bis er angemeldet ist. Hallo? Funktioniert. Und jetzt Briefs. Genau, das funktioniert jetzt auch. Und jetzt sollte ich mir auch die hierüber Walker auch die Berechtigung geben können. Genau! Walker Konsole gewährte Ihnen Privileg GIF. So, dann. Aber ich weiß was all. So, und dann aber Revoke. Walker Creative oder genau so, weil wir wollen ja nicht im Creative Modus spielen, sondern wir wollen nur alle Berechtigungen haben. Zum Beispiel haben wir jetzt Noclip. Na, danke dafür. Will ich gar nicht. So, perfekt. Sehr geil. So, das heißt, jetzt können wir hier tun und machen, was wir wollen. Wir werden natürlich im Rahmen des Displays hier nicht viel machen. Aber ich will jetzt zum Beispiel mal zeigen, wie das Ganze aussehen könnte. Das heißt, wie gesagt, die Welt ist komplett jungfräulich. Aber wenn wir jetzt zum Punkt minus 64... So, beim Punkt minus 64, minus 64. Und hier war es bei 0. So, hier kann ich jetzt mit World Edit den Punkt 1 setzen. So, und jetzt sieht man natürlich super schlecht die Schrift bei dem schönen hellblauen Hintergrund. So, jetzt muss ich mal gucken. Das war Allocate. Und dann hieß die ja Spawn Point. Wow. Ich verstehe nicht, warum mein Test nicht mit diesem 10er-Block klarkommt. Also nochmal. Allocate 2022 1028 genau. Wartet mal ganz kurz.
So, hört man mich wieder? Ich hoffe ja. Ich wurde gerade zu einem Havarieeinsatz, also über online, über Telefon. Einer meiner Kollegen hat unseren Schulserver Alarm gelegt. Den mussten wir jetzt erstmal über die Konsole, über eine Bash-Sitzung, die noch verfügbar war, erstmal wieder hinbiegen. Hat alles geklappt. Gut, bei uns geht's jetzt weiter. Ja, kurz hier gar nicht raus, das brauchen wir gar nicht mehr. Gang auch alles Werk zu. Oh ja, erstmal hätten wir wieder rein, wo wir überhaupt waren. Genau, wir wollten das da. So. Ich hoffe auch, damit funktioniert noch alles. Achso, meine Kopfhörer. Wo sind denn meine Kopfhörer eigentlich? Ach, die sind da. Warte mal kurz, ich muss mal gucken, meine Kopfhörer. So, damit ich auch was höre. Ohne den fühle ich mich so nackt. Okay, also genau, wir sind jetzt hier bei der Position minus 64, 064, also minus, ne, so, und jetzt können wir, hat natürlich mir viel verworfen, danke, allocate, ah ja, ist ja genau, Vervollständigung, allocate, 2022, ja, ich nenne meine Shem-Dateien, die ich hier mit WorldEdit anlege, immer sehr kreativ mit dem Datum, wann ich die erstellt hatte und den Positionen, damit ich sie darüber auch sehr leicht wiederherstellen kann. So, dadurch, dass nämlich die Position, wo ich die Dinger gesichert habe, mit im Dateinamen habe, kann ich mir auch sicher sein, dass ich sie am richtigen Ort wiederherstelle. So. Oh, kann er nicht öffnen? Warum das denn nicht? Habe ich die Datei hier noch gar nicht drinne? Wartet mal kurz, da muss ich direkt mal in meinen World-Order nachgucken. Nee, habe ich tatsächlich nicht drin. Das erklärt natürlich einiges. Dann muss ich die noch rüber kopieren, dann hatte ich die nicht mit rüber kopiert. Das ist natürlich sehr interessant. So. Das sollte das gewesen sein. Jetzt sollte es funktionieren. Aha, so. Jetzt müssten wir einen großen Würfel haben, wo immer der lang geht. Auch das sieht man gar nicht. Wieso sieht man den nicht? Normalerweise müsste jetzt in die Richtung und in die Richtung eine schwarze Linie eingezeichnet sein. Funktioniert leider unter WorldEdit nicht immer. Aber wir müssen jetzt den Bereich löschen können. ZR. Ja. Bam. So. Das ist der Block, den ich gesichert hatte. Jetzt ist der Block leer, das heißt, jetzt können wir den Block auch laden. Interner Fehler. Oh, Zugriff verweigert. Grundinterner Fehler. Was ist denn der interne Fehler? Können wir den mal hier kurz anzeigen lassen? So ungefähr. Und dann so ungefähr. Hat einen internen Fehler erkannt und fährt runter. Ah, nee, ja, ist ja mein Client. Das hier. Okay, das schon neu gestartet. Gut, das sehen wir. Das ist natürlich das Traurige an dieser interaktiven Shell, dass man in der nicht scrollen kann. Das heißt, jetzt müssen wir ernsthaft hier die Protokolldatei aufrufen. Ah, da wird das jetzt wieder eine richtige Debugging-Folge hier. Brrrm. So, wo ist der Fehler? Da ist eine New Line, das heißt hier. Okay, hier müsste die World-Edit-Aktion gewesen sein. Den scheint er nicht mit zu protokollieren. Aber wahrscheinlich hat er beim Wiederherstellen. Ne, weil am Spawn waren ja auch diese Dwarves in diesem komischen Lager. Und die haben scheinbar dann einen Fehler ausgelöst. Entweder wurde nicht richtig wiederhergestellt oder zu schnell. Oder Lua ist zu schnell. Wir gucken mal neu verbinden. Wie weit der Server ja jetzt, wie es jetzt am Spawn aussieht. Ja? Gucken wir mal. Aha, es sieht schön aus. Jetzt gibt es auch keine Fehler. Ah ja, okay, genau. Direkt beim Wiederherstellen an dieser Stelle ist ein Fehler aufgetreten. Okay, klappt ja wunderbar.
Gut. Well, that's really fucked up. Die sind alle leer, aber die Dwarven konnte er wieder herstellen. Und hier aber auf einmal nicht mehr. Muss ich das verstehen? Na gut, dann muss ich das auf jeden Fall nochmal gucken, woran das genau liegt. Aber ihr seht auf jeden Fall, wie quasi dieses Grundprinzip läuft. Ich könnte also auf diesen neuen Welten, die ich dann, wenn ich die wieder online stelle, kann ich quasi. Wahrscheinlich muss ich Dwarf kurzzeitig mal deaktivieren, die Dwarf-Mob. Mod, damit die hier nicht interagiert, während er die Sachen wiederherstellt. Ist ja ein leichtes eigentlich. Oh, Alter, das wird jetzt hier richtig. Alter, das wird jetzt. Okay. So, wir sind jetzt hier erstmal wieder so. Warte kurz, ich beende mal kurz mein Client, beziehungsweise beim Client reicht aus, wenn ich ins Hauptmenü gehe. Aber den Server muss ich kurz runterfahren. Bumm, so Server runtergefahren. Ah, okay, doch, hier sieht man zumindest die Fehlermeldung, die ihn den umgebracht hat. Okay, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. World Creative. World MT. So, und hier haben wir die Dora Mod. Wenn ich die jetzt mal kurz deaktiviere, wo ist. Warum wird diese Liste nicht alphabetisch generiert? Da. Das ist ja eine Katastrophe. Da. Das deaktivieren wir mal ganz kurz. Bam. Jetzt starten wir mal die Server nochmal neu. Eieieiei. Lalala, so, Zeppa fährt hoch, die ist das Ananas, alles schön, alles geil. So, da ist er. Dann verbinden wir uns mal wieder. Jetzt sollten wir die ganzen anderen Blöcken haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie denn World Edit reagiert. Wenn ich da. Ah, okay, ich muss die Region erstmal wieder selekten. Wenn ich jetzt ein Teilset, also eine Map lade mit Blöcken von einer Mod, die gar nicht mehr vorhanden ist, kann ich das eigentlich auch so direkt so machen? Minus 64, 0, minus 64, geht das? Nee, geht leider nicht. Ich muss also tatsächlich zu dem Ort hingehen. Oder, ah nee, war irgendwie. Oh, wie war denn das? Ja, ich mach mal so. World Edit. Da gab es doch einen Befehl, wo ich die Position auch direkt setzen konnte, ohne dorthin gehen zu müssen, ne? Genau, hier muss man direkt vor Ort sein. Hier kann man keine Parameter angeben. Aber man konnte doch auch. Ah, das hier war es, glaube ich. So. Das heißt, wir machen mal Fixed Position Set 1. Bam. Okay. Und jetzt muss ich nämlich nicht erstmal wieder unnötig dahin gehen. Man kann jetzt sagen, wieder den Bereich markieren, den diese Datei braucht. Dann den Bereich löschen, den diese Datei braucht. Und jetzt. Oh, sind natürlich haufenweise Objekte da. Das können wir ganz kurz machen, indem ich einfach mal kurz sage: Clear Object. Quick Format reicht aus. Bam. Und jetzt wieder alles laden. Mal gucken, ob er jetzt auch Herzinfarkt bekommt. Ja, er bekommt auch einen Herzinfarkt. Das ist natürlich schade. 3D-Armor Stand. Okay, alle Gegenstände, die Objekte erzeugen. Da spackt den World Edit scheinbar ab. Das ist natürlich sehr traurig. Mit sowas scheint im World Edit wohl gar nicht klarzukommen, oder was?
Das ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr schade. Ich meine, klar, ich könnte jetzt erstmal alle Mods komplett deaktivieren. Okay, also er stellt die Objekte tatsächlich wieder her. Aber ich meine, das ist ja auch nicht so ein Ziel, erstmal alle Mods zu deaktivieren, nur damit ich die Sachen wieder reinladen kann. Warum kann World Edit sowas nicht? Weil ist ja jetzt nicht sowas. Ne? Also, wenn es jetzt nur mit der Dwarven-Mod gewesen wäre, dass die da irgendwie reingrätscht. Okay, aber wenn scheinbar alle Mods Probleme machen, die Objekte erzeugen, ne? Weil bei Dwarven-Boxen, da hast du ja diese Overlays, die du hier vorne dran hast, das sind ja so eine Entities. Und bei dem 3D-Armor-Stand ist es ja genauso. Da hast du ja auch diesen 3D-Armor-Stand, dieses kleine Gerüst. Das ist ein Objekt. Und die Rüstungsteile, die da draufgesetzt werden, das sind Entities. Und scheinbar scheint World Edit Probleme zu machen, sobald irgendwelche Entities geladen werden sollen. Na gut, dann ist das so. Gut, dann können wir das also auch erstmal lassen. Dann scheint das so also erstmal nicht funktioniert zu haben. Gut, das heißt, wir fahren jetzt aber nochmal runter. Aktivieren mal wieder unsere wunderschöne Dwarf Map. So. Und um das Ganze jetzt hier nicht so so einen unfertigen Zustand zu lassen, werden wir jetzt nochmal die Welt zurücksetzen. Wie man eine Welt effektiv zurücksetzt, also ohne dass das Aussehen der Welt drunter leidet, gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar, du gehst du in den Weltenordner, in dem Fall halt Create, also My Creative Ordner, so heißt ja die Welt. Und markierst alle wichtigen Dateien, die du behalten möchtest. Das ist in meinem Fall das hier. Dann die, ne, Umgebungsvariablen, sage ich jetzt mal. Die Welteigenschaften und die Mod-Eigenschaften. So. Und jetzt mit immer noch Steuerung gedrückt halten, alles markieren. Dann ist alles markiert, außer das, was du davor markiert hattest. Und jetzt einfach sagen, löschen. Radikal fick dich. Bumm. Und jetzt ist die Welt wieder super clean, jungfräulich. Alle Benutzer sind gelöscht, alle Areas sind gelöscht, alle. Die Map an sich ist zurückgesetzt, aber halt nur zurückgesetzt. Das heißt, sie sieht aus wie ganz am Anfang. So, jetzt aber erstmal wieder starten hier. Bumm. Und ja, ich habe auch gerade den hier, den Ordner gelöscht gehabt, weil das ist ja eh nur eine Kopie, ne? Der eigentliche ist ja der Server 3. Da ist mein Creator-Server drin, ne? Das hier sind die fünf reellen Servers, die so später wieder funktionieren sollen. Und die 8 ist ja bloß eine Kopie jetzt fürs Rumtesten. Von daher ist es da auch, ne? Kein Problem, wenn wir es da löschen. Oder deswegen habe ich es da auch gelöscht. So, jetzt müssen wir uns neu registrieren, weil die Benutzer auch alle gelöscht wurden. Und wir sind wieder einer komplett neuen Welt, so wie wir die Folge angefangen haben. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Achso, siehst du, gleich mal hier noch wieder als Konsole reingehen. Damit der Server wie gewohnt funktioniert. Bei den reellen Servern, da habe ich auch mittlerweile wieder alle Konten von mir eingerichtet. Ne, das heißt, da kann jetzt keiner irgendwie. Warum? Ah, ja, okay. Hat ein bisschen gebraucht. Da kann also keiner irgendwie Konten verwenden von mir. Da meine ganzen. Also, die Konten, die oben erwähnt sind, sind doch alle schon von mir getaked und alle mit Passwort versehen. So intelligent war ich schon. Ne? Nicht, dass sobald ich die Dinge online stelle, erstmal sich irgendjemand als Worker registriert oder als Worker-Konsole registriert. Das kann nicht passieren. So, okay, wir sind wieder ganz jungfräulich und da würde ich mal sagen, der Pilz ist so groß. Holy shit. Das soll es dann mit dieser Folge erstmal gewesen sein und dann machen wir ab der nächsten Folge dann actually mal ein bisschen Gameplay. Mal gucken, ob das Ganze so funktioniert, wie es soll. Ich weiß, in ein paar Folgen kann man das nicht wirklich rausexperimentieren, aber man kann so ein bisschen schon mal gucken, ob der Server ein paar Kindheitskrankheiten hat oder so.
Dafür sollte es ausreichen. Du kannst auch mal weg hier. So. Okidoki, dann würde ich mal sagen, ja, bis zur nächsten Folge weiter rum experimentieren.